Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Zeusbox von Dame. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Box findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Zeus von Dame, das Ganze am 6. September erschienen. Wir haben hier mal wieder eine Box aus dem Bereich Deutschrap. So sieht das aus. Wir werden mal die Folie abmachen und uns das Ganze im Detail ansehen. So. Also, wir haben hier eine rechteckige Box. So sieht das aus. Hier oben lesen wir den Schriftzug Dame. Hier unten dann den Schriftzug Zeus. Und eben dieser ist auch hier zu sehen. Also das ist Zeus aus der griechischen Mythologie. Er war der höchste Gott bei den Griechen, also der mächtigste aller Götter, der Göttervater. Und es sieht so aus, als würde er hier gerade gegen Kreaturen aus der Unterwelt kämpfen. Was ganz spannend ist, dieses Cover ist kein reguläres Bild, das man irgendwie einfach übernommen hat oder so, sondern dieses Bild wurde extra für dieses Release gezeichnet von einem Bekannten von Dame. Hier unten haben wir dann Zeus mit einem Pferdekopf und zwei Flügeln, also das ist das Logo in diesem Fall bei diesem Album Artwork, und dann lesen wir hier noch Limited Edition. Hier um die ganze Seite zieht sich dann dieses Bild weiter, hier oben dann wieder Dame zu lesen. Auf der Rückseite lesen wir Inhalt, Zeus Album, Zeus Limited Edition Shirt, Dame Stream Records, LED-Lampe, Bühnenbild und Crew zum selber basteln, handsignierte Dame Autogrammkarte und A2 Wendeposter. Gut, hier haben wir dann noch eine Hafenstadt mit diversen Schiffen, mit diversen Booten hier am Meer. Und hier unten gibt es noch Credits und einen Barcode. So, dann schauen wir mal hinein. Wenn es denn aufgeht, also der Deckel ist ganz schön fest, aber jetzt von innen weiß. So, was haben wir denn hier? Also ich gehe mal stark davon aus, dass sich hier die LED-Lampe drin befindet. Dann haben wir das Album, die Autogrammkarte, das Shirt, das Poster sowie diese Bastelbögen. So, auch hier wieder in weiß gehalten. Dann packen wir das Ganze mal wieder zusammen und die Box zur Seite. So, ein paar Sachen sind hier noch in Folie bzw. in Karton. Also wir haben hier einmal das Shirt. Dann den Karton mit der LED-Lampe ist hier scheinbar noch zugeklebt. Packen wir auch mal zur Seite. Und dann kommen wir zum Album. So, wie wir schon erkennen können, handelt es sich hierbei um ein Digipack. Also, so sieht das aus, Cover wie auch schon auf der Box. Hier haben wir wieder Zeus in der Schlacht mit diesen Kreaturen. Auf der Seite lesen wir hier nichts, hier zieht sich einfach nur das Artwork durch. Und auf der Rückseite haben wir dann hier eine Mauer, eine Säule und diverse Waffen und Schilde zu sehen. 17 Tracks an der Zahl. Wir haben Features von Onklu und Tina Nadara, also zwei Features auf 17 Tracks verteilt. Barcode hier wieder mit drauf, also das Album gibt es auch regulär zu kaufen, nicht nur in der Box, könnt ihr natürlich auch so kaufen. Es ist mittlerweile das 8. Album von Dame. Dann haben wir hier einmal, was lesen wir hier, Zeus Dankesrede. Okay, also hier eine umfangreiche Dankesrede, gleich mal zum Start. Könnt ihr euch an der Stelle natürlich kurz anhalten, das Video, und im Detail durchlesen. Hier spare ich das jetzt mal im Detail. Und so sieht das Ganze dann von innen aus. Wir haben hier wieder diese Hafenstadt,
Dann hier das Booklet. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob. Ja, doch, es wurde hier tatsächlich reingeklebt. Okay. Und hier dann die Album-CD. Okay, also normalerweise nehme ich immer das Booklet raus, aber nachdem es hier festgeklebt ist, schauen wir uns das Ganze so an. Also, wir haben die einzelnen Tracks inklusive Grafiken, also noch so Skizzen, was mir schon mal sehr gut gefällt. Wir haben hier wirklich die Lyrics komplett erfasst. Das ist schön. Hier kann man alles nachlesen. Jeden einzelnen Track. So muss das sein. Sehr schön. Würde ich mir generell für Booklets wünschen, dass das häufiger gemacht wird. Wird gerade im Bereich Deutschrap eher seltener gemacht. So, 17 Tracks an der Zahl. Was mich jetzt nur etwas verwundert, wir haben hier keine weiteren Infos oder Credits in diesem Booklet. Okay. Dann haben wir die Album-CD. Die sieht so aus, also das hier dürfte Atlas sein, der hier den Globus, also die Weltkugel auf seinen Schultern trägt. Und hier unten haben wir dann wieder die Unterwelt. Also hier sieht es ziemlich wild aus. Das dürften diese Kreaturen sein, die hier von Zeus auch am Cover bekämpft werden. Gut, so viel zu dem Album, zu diesem Digipack an sich. Dann haben wir mit dabei ein Shirt. Dieses ist in weiß gehalten mit einem schwarzen Aufdruck. Und zwar haben wir hier dieses Logo, das wir auch schon vom Boxdesign kennen. Einmal hier der Schriftzug Zeus, daneben lesen wir dann noch Limited Edition. Dann haben wir wieder diesen Pferdekopf und die zwei Flügel. Auf der Rückseite haben wir das Ganze dann auch noch gebrandet. Hier einen Neckprint mit dem Schriftzug. Und bei dem Shirt handelt es sich um ein B und C exakt 190 in der Größe L. War damals für alle Boxen gleich die Größe. Und das Ganze ist 100% Baumwolle und made in Bangladesch. Grüße gehen raus. Wir packen das Shirt mal wieder zusammen. Einmal, zweimal und so. So, dann kommen wir zum nächsten Inhalt. Wir haben eine Autogrammkarte mit dabei. Die ist rechteckig, also hier im Querformat. Dame hier mit schwarzem Stift unterschrieben. Und hier befindet er sich in einem ziemlich mächtigen Gebäude, also so große Metalltore und eine ziemlich hohe Decke. Sieht aus wie ein Museum oder sowas. Dann haben wir hier nochmal die Infos zu Damestream Records, seinem eigenen Label. Hier kann man das Ganze auf Social Media dann nachverfolgen. Dann haben wir etwas mit dabei. Gab es schon ab und zu, aber doch eher selten. Und zwar einen Bastelbogen oder mehrere Bastelbögen. Also wir haben hier zum Beispiel Dame und das Ganze ist hier so etwas gehärtetes Papier, so leichter Karton. Bedeutet, wir haben hier drei Seiten für Dame, das dürfte wohl der Kopf sein. Dann haben wir, ah ja genau, hier ist eh beschriftet, der Kron, die Krone, die Sneakers, linke Hand, rechte Hand, Oberkörper und so weiter. Okay. Dann haben wir DJ Buzz. Auch hier wieder drei Seiten mit dabei. Dann Mace, so wie das aussieht, ist ja hier alles immer beschriftet. Drei Seiten. Dann haben wir hier Equipment, also sogar hier irgendwelche Weinkelche, Mikrofone. Sieht so aus wie Säule, ja, Säule, Mixer, ist alles beschriftet. Säule, Mixer, Turntables, Konsolen, Wein. Ja, also hier kann man sich dann echt so seine eigene Dame-Kulisse, seine eigene Dame-Welt zusammenbasteln aus diesen ganzen Kartondingern. Ich wünsche euch viel Spaß beim Ausschneiden, das dürfte echt eine Menge Arbeit sein. Aber auch krass, dass man sich das überlegt, also allein diese Planung oder das Ganze dann so in diese Formen zu bringen und dann sich zu überlegen, wo man das knickt und wo man das umfaltet und zusammensteckt. Das ist auch sicher eine Menge Arbeit gewesen. Dann haben wir eine weitere Sache, und zwar ein Poster. Das dürfte im, ja wohl, im Querformat sein. Hier haben wir das komplette Artwork, also das, was wir jetzt hatten, was sich hier um den gesamten Box Außenbereich gezogen hat, also um das Boxdesign. Das haben wir dann hier nochmal im Querformat auf einen Blick, rechts oben wieder Dame zu lesen. Und auf der Rückseite gibt es ein Foto aus vielen Fotos, also ein Mosaik. Wir haben hier Dame
hier oben Dame Army. Und das sind alles Fotos, die ihm zugeschickt wurden. Also alle Supporter waren dazu aufgerufen, ihm einzelne Fotos zu schicken von sich selbst. Also Selfies, und genau die sehen wir dann hier. Und diese wurden dann in diesem Mosaik verarbeitet. Schöne Idee. Das gefällt mir gut. Da werden sich die ein oder anderen Supporter und Fans wiederfinden. Und dann haben wir als letzten Boxinhalt diese LED-Lampe hier. Was haben wir hier? Bedienungsanleitung. Okay, in diversen Sprachen. Das erspare ich euch jetzt mal. Und so sieht das Ganze dann aus. Kommt hier mit einer Luftpolsterfolie. So, das können wir dann wieder hier reinstecken. Okay. So, jetzt sollte es auch fester sein. Und dann haben wir hier natürlich ein Kabel, allerdings kein normales Stromkabel, sondern das hier läuft über USB. Jetzt würde mich mal interessieren, wie das Ganze dann natürlich aussieht. Dafür werde ich mal ganz kurz das Licht abdrehen, damit das ein bisschen besser zur Geltung kommt. Also, kleinen Moment. Und so sieht das Ganze dann aus. Also, wir haben hier diese LED-Lampe mit Dame Stream Records Logo, dem Label von Dame. Das Ganze sitzt dann hier auf so einem kleinen Holzsockel. Ich habe das mit dem USB-Anschluss einfach ganz normal in eine Powerbank gestöpselt. Funktioniert, wie wir sehen, wunderbar. Und falls euch das passieren sollte, wie bei mir, dass sich das Ding hier löst, wir sehen auch hier noch an der Seite ist das weiß, also die Ränder. Kein Problem, das Ding hier an sich leuchtet überhaupt nicht. Es geht wirklich nur um diese Basis, also um diesen Holzsockel. Hier sind vier LEDs verbaut und die leuchten dann von unten hier so rein in weißer Farbe und dementsprechend sieht das Ganze dann so aus. Kann man auf jeden Fall verwenden. Und zum Abschluss fassen wir noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal die eben gezeigte LED-Lampe samt USB-Kabel. Dann haben wir das Poster hier beidseitig bedruckt. Einmal im Querformat, einmal im Hochformat. Die diversen Bastelbögen hier für Dame und seine Crew inklusive Kulisse. Die Autogrammkarte hier im Querformat mit Originalunterschrift von Dame. Das T-Shirt in der Größe L. Und natürlich das Album an sich, Zeus, mit insgesamt 17 Tracks. Jawohl. Das alles in dieser wunderbaren Box Zeus von Dame. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Dame unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.